Anruf der Pressetalk auf TV Berlin. Die Pause ist vorbei. Wir diskutieren weiter. Wir, das sind Tom Strohschneider vom Neuen Deutschland, Norbert Wallert, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung und Daniel Goffert vom Fokus. Herr Goffert, wenn ich das höre, was der Kollege vom Neuen Deutschland sagt, dann wird es bis Ende des Jahres, werden dann so alle Wellen geglättet sein, nicht? Das könnte so hinkommen. Dann kommt ja jetzt irgendwann die Entscheidung, nicht wer Kanzlerkandidat wird, das muss auch bald kommen, sondern am 18. Februar, glaube ich, wird der neue Bundespräsident gewählt. Ja. Darauf müssen sich die Parteien auch verständigen. Könnte das die Ebene sein und der Punkt sein, wo man sagt, okay, jetzt geht es nur nach vorne, 17. September, Bundestagswahl, jetzt lassen wir ordentlich Kandidaten suchen und dann geht es wieder gemeinsam weiter. Also ich glaube, dass das Bemühen jetzt nach der Berlin-Wahl, wenn also die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung geklärt sind, die sich ja zur Hälfte eben auch aus den Vertretern der Länder zusammensetzt, deshalb ist es jetzt wichtig, diese Berlin-Wahl noch abzuwarten, dann weiß man genau, welche Partei wie viele Vertreter in diese Bundesversammlung entsendet, dann sind die Mehrheitsverhältnisse klar. Und also nach dieser Berlin-Wahl werden die Gespräche jetzt intensiver. Es ist sicherlich so, dass es in allen Parteien das auch ehrliche Bemühen gibt, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden, die eine möglichst breite Zustimmung findet. Also jetzt keinen Lagerkandidaten von Rot-Rot-Grün oder von Schwarz-Gelb oder was auch immer, sondern eben einen Kandidaten, der eine breite Mehrheit hat. So ein bisschen wie Herr Gauck, auch der ja am Ende doch eine breite Zustimmung hat. Warum? Weil man schon sieht, dass die Auseinandersetzung in der Politik und auch die Wahrnehmung von Politik bei den Leuten halt an einen sehr kritischen Punkt gelangt ist. Und da jetzt noch ein Streit um das höchste Amt im Staate ist, glaube ich, nicht gut. Deshalb versucht man das. Wer das am Ende sein wird, ich weiß es nicht. Ich habe bisher noch keinen Namen gehört, der wirklich so ist, dass man denkt, ja, das ist wirklich eine Lösung. Und die halten sich natürlich alle im Moment auch noch zurück. Wir haben ja auch noch ein paar Wochen Zeit. Haben Sie einen? Ich finde, mein Favorit wäre Frank-Walter Steinmeier. Das ist leider chancenlos. Der wäre chancenlos. Die Bürger fänden das, glaube ich, gut. Ich glaube, bei dieser Wahl geht es bei der Kandidatennominierung geht es für die Kanzlerin nicht darum, einen Erfolg zu erringen, sondern einfach einen Misserfolg zu vermeiden. Und weil die Konstellation nach dem Wahlabend der Bundestagswahl, der so unvorhersehbar sind, wird sie sicherlich tunlichst vermeiden, da eine Richtungsentscheidung irgendwie vorzugeben, indem man zum Beispiel einen schwarz-grünen Kandidaten präsentieren würde. Das könnte man mit eigener Mehrheit in der Bundesversammlung vermutlich durchdrücken. Aber ob man ein solches Signal, niemand kann Interesse haben, sich jetzt so einseitig auf eine politische Konstellation festzulegen. Deswegen stimme ich Herrn Goffert völlig zu. Ich glaube, das ist ein überparteilicher, möglichst politikferner, konsensfähiger Kandidat sein wird. Ob das gut ist, ich weiß nicht, ob es wirklich eine gute Idee ist, wenn so eine Bundespräsidenten permanent aus Politik fernen Räumen kommen. Ich finde das eigentlich eher eine schlechte Entwicklung, aber ich denke schon, dass das so kommen wird. Spielen die Linken mit überhaupt bei der Bundespräsidentenwahl? Das ist eine ziemlich schon verschämte Frage. Naja, sie werden schon sie mitspielen. Sie stellen immer einen eigenen Kandidaten auf zumindest. Sie werden schon mitspielen. Ich weiß nicht, ob es einen eigenen Kandidaten geben wird. Das wird davon abhängen, was jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten. Ja, Herr Gysi hat sicherlich nicht nur das Format, sondern auch den Wunsch, noch weiter in der Bedeutungsskala nach oben zu steigen. Aber es ist natürlich kein wirklicher Name. Nein, die Frage ist ja tatsächlich, worauf werden sich Merkel und Gabriel verständigen? Ich glaube, da ist die entscheidende Frage. Weil es ist schon richtig, es muss irgendwie allein aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, Konstellationen und Optionen einfach so eine Figur sein. Und niemand wird auf den dritten Wahlgang setzen oder so, sondern es geht dann in der Tat wo darum, die einfache Mehrheit da reicht die einfache Mehrheit. So, ich hätte in der Tat nichts dagegen, wenn es ein rot-rot-grünes Signal gäbe. Aber ich glaube, diese Wechselsignal von der Bundespräsidentenwahl ist auch hinreichend durch den medialen Diskurs beschädigt. Das wird es einfach nicht geben. Und das hängt schon an den Grünen. Ich glaube, die Grünen werden eine sehr, sehr entscheidende Rolle in der ganzen Diskussion wieder spielen, nicht zum ersten Mal. Der einzige Vorteil, den ich mir da vorstellen könnte, wäre, dass es vielleicht mal eine Frau wird. Ja, haben wir eine? Ja, es gibt eine Menge guter Frauen, die so ein Amt ausfüllen könnten. Also ich meine, es wird ja auch immer mal wieder genannt, Frau Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin des Saarlandes, CDU-Politikerin, aber sie wird, glaube ich, nicht als typische Lagervertreterin gesehen. Ob
die Grünen jetzt mit erleben können, weiß ich nicht. Ob die SPD auch bereit sind, in der Lage jetzt einen CDU-Kandidaten zu unterstützen, weiß ich auch nicht. Hängt sicher davon ab. Es wird ja auch immer wieder dann auch genannt, der Wilfried Kretschmann, der nun auch ein sehr beliebter Politiker ist, der mit der SPD regiert hat, der mit der CDU jetzt regiert in Stuttgart. Wo ich aber mir nicht vorstellen kann, dass die CSU dazu stimmt. Also es gibt jetzt eine Menge. Bei der Erbschaftssteuer haben die beiden gut gekummelt. Ja, gut. Das da hat aber, ohne dass die. Ja, das hat ja Sachzwänge, ne? Weil eben die Familienunternehmen, um die es ja im Wesentlichen da geht, in Baden-Württemberg und in Bayern halt besonders stark vertreten sind. Das hat jetzt nichts mit parteipolitischen Fragen zu tun. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube auch, bis jetzt weiß es wirklich noch niemand. Ich glaube auch, die Kanzlerin weiß es noch nicht, weil, wie gesagt, die Gespräche gerade beginnen. Es gibt sicherlich Leute, die die entscheidenden Leute im Kopf haben, aber wir sind noch weit von der Entscheidung entfernt. Herr Wallert, lass uns noch mal über ein Thema diskutieren, was auch auf uns zurollt. Es gibt die Große Koalition. Beide wollen sie eigentlich nicht fortsetzen. Dasselbe wollten sie auch in Berlin nicht. Da gibt es eine andere Konstellation. Wie wird sich denn die SPD entscheiden? Erstens, was den Kandidaten angeht, wird es den geben, den es bisher geben soll, nämlich Gabriel, den Parteichef, und wird die SPD dann irgendwann jetzt umschalten auf Antikurs zur CDU aus der Großen Koalition heraus? Naja, noch ist ja der Weg bis zur nächsten Bundestagswahl Ende 2017, das ist schon noch ein Marathonlauf, also das... Dass sich jetzt kurzfristig was ändert, glaube ich nicht. Aber erstens glaube ich, Gabriel wird es. Unter anderem deshalb, weil es ja nun das Aufgebot an Konkurrenten der eigenen Partei nicht so glamourös ist. Da käme jetzt, also wer sollte in Frage kommen? Herr Scholz aus Hamburg will es nicht. Herr Schulz aus Brüssel wird es nicht. Es will auch sonst niemand. Ich glaube in der Tat, dass die SPD wird sicherlich, um eine Machtperspektive zu haben, rhetorisch das Thema Rot-Rot-Grün deutlicher in den Raum stellen. Das muss sie allein schon deswegen tun, um der eigenen Wählerschaft zu signalisieren, es gibt eine Veränderungsperspektive, wir haben eine Machtoption, sonst braucht die SPD gar nicht mehr anzutreten bei der nächsten Bundestagswahl, weil es keinen Sinn hat, ihr die Stimme zu geben, wenn damit kein Machtwechsel-Fantasie verbunden wäre. Das führt natürlich dann inhaltlich tatsächlich, glaube ich, zu einer politischen Ausdifferenzierung zwischen den großen Parteien, das kann der politischen Kultur nur gut tun, wenn deutlicher die Gegensätze klar werden, worüber es geht. Ich fürchte bloß, dass die Union wieder gute Karten hat, so eine, wie hieß das damals, asymmetrische Demobilisierung ins Werk zu setzen, weil die Union ja jetzt schon ankündigt, zum Beispiel das Rententhema wieder, also ein sozialpolitisches Verteilungsthema wieder in den Vordergrund zu stellen. Und gegen diese Strategie des Zudeckens ist es schwierig für die SPD. Und dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es mindestens in der Wortwahl mal wieder wesentlich schärfer zugehen wird als heute. Herr Strohschneider, was lernen wir denn aus der Berliner Wahl? Wir haben eben gesagt, das Flüchtlingsthema, ich glaube, Sie haben es gesagt, rangierte nur an vierter Stelle. Das heißt, die Leute haben trotzdem die großen Parteien nicht mehr gewählt. Sie haben trotzdem die AfD gewählt. Was ist denn der Hauptpunkt gewesen in Berlin? In Mecklenburg-Vorpommern konnte man das relativ sicher diagnostizieren und sagen, das war das Flüchtlingsthema. In Berlin nicht. Warum gehen die Leute nicht mehr Volksparteien wählen? Na gut, in Berlin ist es ja ganz klar, wenn Themen wie soziale Gerechtigkeit und Mietenpolitik ganz oben rangieren in der Wählergunst als entscheidende Themen, und dann wählt man natürlich die Landesregierung ab, von der man in diesen Fragen nicht viel Gutes erfahren hat. Zur AfD will ich mir die Anmerkung erlauben, ich bin nicht glücklich mit den 15%, ganz und gar nicht, weil ich das auch nicht für eine Entschuldigung halte, dass man diese Leute wählt aus Protest gegen die da oben oder so. Das geht überhaupt nicht. Aber es sind auch nur 15%. Es ist klar, es ist ein Stadtstaat, da gelten nochmal andere Regeln. Aber wenn man sich die Kurve jetzt anguckt von Sachsen-Anhalt über Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin, sind die jetzt ja auch eher zurückgegangen. Das bildet sich in den Umfragewerten für die Bund nicht ab. Sie werden auch stark gemacht durch einen politischen Diskurs, der immer wieder... Und liegen Sie jetzt bei 16%. Bei 16%. Neueste Umfrage vom Freitag. Zuletzt, werden durch einen medialen Diskurs stark gemacht, der wirklich ja jeden Pups von der AfD zum großen Thema macht. Ich weiß auch nicht, ob das immer sinnvoll ist, weil da nicht über Substanz von Politik geredet wird, sondern über so eine aggressive Rhetorik. So, und die Frage ist ja in Berlin. Also es gab einen Trend hin zu großen Koalitionen, der damit unter anderem zu tun hatte mit der asymmetrischen, demobilisierenden Strategie der CDU. Gleichzeitig hat die SPD, glaube ich, nicht den meines Erachtens notwendigen Mut,
sich wirklich auf eine klassische sozialdemokratische Politik, die auch sehr modern und sehr international sein kann, wieder hinzuzubewegen. Das wäre ihre Chance. Ich habe mich gewundert, dass nach dem CETA-Konvent der SPD bis hin, dass Gabriels Sieg über die eigene Partei da als Herkulesaufgabe gewürdigt worden ist. Ich hätte es sinnvoller gefunden, wenn Herr Gabriel den Mut gehabt hätte, gegen CETA zu sein, weil das wäre auch ein Signal, dass eine sozialdemokratische Politik ein falsches Abkommen, wo es im Übrigen nicht um den Freihandel geht, sondern um Demokratiefragen. Wäre das ein bisschen schwierig gewesen. Hätte als Wirtschaftsminister, glaube ich, gleich zurücktreten können. Also ich meine, das ja ist gut, halt, aber es gibt andere Länder, wo sogar der Kanzler in seiner Partei eine deutliche CETA-kritische Position durchsetzt, nämlich in Österreich, und da muss er auch nicht zurücktreten. Es ist doch meines Erachtens falsch zu behaupten, dass dieses Abkommen CETA trotz der einigen Nachbesserungen, die es gegeben hat, was Sinnvolles ist. Es schnürt die Spielräume von Regierungshandeln ein. Das ist schlecht und ist gerade aus sozialdemokratischer aber wir wollen, Politik. CETA, lassen wir mal so Thema, stehen. Ja. Frage an Sie beide noch. Fehlt der SPD denn die Mutlosigkeit zu sagen, wir wollen wieder ein sozialdemokratisches Profil, wenn es das überhaupt noch gibt, wenn man das überhaupt noch schnitzen kann? Denn ich habe den Eindruck, die SPD steht bei vielen Bürgern für gar nichts. Herr Goffert, ganz kurz, wir sind schon in der letzten Minute. Die SPD hat das Problem, dass sich halt das linke Lager gespalten hat durch drei, die Linken, die Grünen und die SPD, und dass man dann, wenn man sich so in dieser Mitte bewegt, man kaum noch wachsen kann und es dann am Ende auch niemandem recht macht. Ne? Also sozusagen dem rechten Flügel, der so aus der Mitte kommt, aus der arbeitenden Mitte, und dem linken Flügel, der eher eben so Verteilungsgerechtigkeit und linke Ideen vor sich herträgt. Und diesen Spagat, unter dem haben schon mehrere gelitten, nicht nur Agave. Darüber werden wir in den nächsten Monaten noch heftig diskutieren, ob das der SPD gelingt. Kurzes Schlusswort von Ihnen. Naja, es gibt die Definition von Politik. Politik ist alles das, was nicht eindeutig richtig und falsch ist. Insofern tut sich eine Partei, die sich als Stimme der Vernunft versteht, eben schwer, eindeutige Zuspitzungen zu liefern. Und dieses einerseits, andererseits ist typisch für die SPD und das wird auch so bleiben. Ein letzter kluger Satz aus der Philosophie gesprochen von Norbert Wallert. Ich bedanke mich bei Ihnen dran. Tom Strohschneider vom Neuen Deutschland, Norbert Wallert, den Philosophen von Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, und Daniel Goffert, dem Realisten von Focus. Und bei Ihnen zu Hause bis nächste Woche Sonntag, wie immer, 12 Uhr. Bis dahin, danke und tschüss.